Ja, und da sind wir noch auf der Messe Leipzig und kommen nochmal auf unser Grasvideo zurück. Wir machen ja Videos vom Laien, für Laien, das seid dann ihr. Ja? Und ab und zu schaut uns auch ein Experte zu, der gibt dann einen Kommentar ab und da waren ein paar Experten bei den letzten Videos und dazu möchte ich jetzt hier von der Messe Leipzig Stellung beziehen. Wir haben mich nämlich ein bisschen schlau gemacht. Also bleibt dran, gleich geht's los. Das Thema ist natürlich der Gastank und der Gasfilter. Verschmutzung des Grases, da komme ich dann am Schluss drauf. Ich möchte erst die anderen Themen behandeln. Und zwar als erstes Thema ist mir mitgeteilt worden, dass unsere Gastankanlage falsch verbaut wurde und dass die nachgesichert werden muss. Also da möchte ich klar dazu sagen, wir haben den Gastank bei einer Spezialfirma einbauen lassen. Die Anlage ist beim TÜV abgenommen worden und wir waren dann auch zur Gasprüfung beim TÜV. Ohne Beanstandung ist das alles durchgegangen und ich glaube, ich kann so vermessen sein und zu sagen, dann muss das auch alles seine Richtigkeit haben. Dann kann es nicht sein, dass da was falsch ist oder dass da ein Sicherungsband fehlt. Da habe ich ja das Ganze bedankt und das sah etwas heiter aus, auch für mich etwas anstrengend natürlich, für euch war es heiter, für mich war es anstrengend. Und ich muss mal ganz klar dazu sagen, natürlich gibt es hier an jeder Zapfpistole gibt's einen Arretierungshebel, aber nicht an jeder Zapfpistole funktioniert dieser Arretierungshebel. Und an der Tankstelle, an der wir gewesen sind, hat er tatsächlich nicht funktioniert. Und dadurch, dass die Ursi gefilmt hat, musste ich beides mit einem Handschlag bekommen. Aber grundsätzlich ist es richtig, an sich ist das Tanken, wenn alles funktioniert, sehr stressfrei. Ich blende das Bild nochmal ein, dann könnt ihr euch nochmal dran erfreuen. Ein wichtigerer und tatsächlich ernsterer Hinweis war, dass man nicht ohne Tankhandschuhe tanken sollte. Und dieser Hinweis ist zutreffend und dafür vielen Dank. Es gab tatsächlich schon, denn das Gas kommt mit einer enormen Kälte aus dem Gastank heraus. Und wenn hier ein Leck ist, dann kann es tatsächlich zu, ja, Verbrennung ist es ja nicht, zu Unterkühlungen kommen, dass also da das Fleisch teilweise an den Fingern abstirbt. Also es ist ganz dringend geboten, Tankhandschuhe sich zuzulegen. Ich habe im Internet recherchiert, ich habe keine speziellen Gastankhandschuhe gefunden, aber man kann an der Tankstelle nachfragen. Jede Tankstelle muss solche Handschuhe zur Verfügung stellen und auf Nachfrage bekommt ihr die dann auch ausgehändigt. Themen aufgetaucht, mit denen ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Es haben mehrere geschrieben, dass LPG eigentlich ein verschmutztes Gas ist und dass dieses Gas die Anlage teilweise schädigen kann, sprich insbesondere den Dometic-Kühlschrank. Und Alte soll angeblich damit kein Problem haben, hat es geheißen. Wir haben das Ganze nachrecherchiert und ihr habt recht. LPG-Gas ist nicht optimal für das Wohnmobil oder auch nicht für die Gasanlage. Und nicht nur das LPG ist nicht optimal, auch das Propangas ist nicht optimal. Das haben wir mittlerweile hier auf der Messe in Leipzig recherchiert bei der Firma Truma. Bequemer gemacht, wenn es um dieses ernste Thema geht. Ja? Und ich habe die Firma Tomedic angeschrieben und habe angefragt, also wenn ich jetzt LPG-Gas tanke, riskiere ich dann, dass mein Gastank verschmutzt ist. Ich werde euch den Text, den ich zurückbekommen habe, einblenden mit ein bisschen Musik. Hier mag ich es jetzt nicht vorlesen. Jetzt kommt der Text. Sagt damit aus, dass eine Verschmutzung dann nicht vorfällt, wenn das Gas gereinigt wird.
Und falls es dann doch zu einer Verrußung kommt, dann kann man das wieder reinigen. Die Problematik ist als nächstes, oder die Frage, die sich als nächstes stellt, ist, wie wird das Gas verschmutzt und warum wird es verschmutzt? Also, dieses LPG-Gas ist ja eigentlich ein Autogas, und wenn es zur Verbrennung im Motor verwendet wird, dann mischt man etwas Paraffine bei, und diese Paraffine sorgen dafür, dass die Kolben wohl geschmiert werden. Aber in der Gasanlage ist es ein Problem, weil da brauchen wir diese Schmierstoffe nicht. Diese verdrängen dann und verschmieren eben diese Gasanlage beim Verbrennungsvorgang, und das führt dann zur Verrußung. Und dadurch kann ein Schaden an der Anlage entstehen. Und dafür gibt es zwei Abhilfen. Also es gibt verschiedene Tankfilter. Bei der Firma Winnengas wird ein spezieller Filter angeboten, der auch im Promobilheft, ich glaube von der November-Ausgabe, ich blende es mal ein, da sind die Gasanlagen vorgestellt, oder diese Möglichkeit der Filtrierung. Es gibt bei Winnengas einen Gasfilter, und ich habe hier auf der Messe in Leipzig einen Außengasfilter gefunden, der vermutlich noch besser funktionieren wird. Wir werden den bestellen und werden auch diesen mal ausprobieren und dann nochmals darüber berichten. Dieser Gasfilter von der Firma Winnengas muss laut Auskunft der Firma Winnen oder Firma Winnengas, ja, muss nach allen 8 bis 9 Tankvorgängen untersucht werden, ob sich da dieses Paraffin angesammelt hat. Und bei diesen Außengasfilter, den kann man zerlegen, da kann man das Innenteil herausnehmen und entweder erneuern, oder man kann es dann reinigen, und so lässt sich dann der Gasfilter weiter betreiben. Somit scheint mir das die bessere Alternative zu sein. Denn an den Gastank komme ich ja selber nicht dran. Ich müsste das Fahrzeug auf eine Hebebühne stellen, um diesen Gasfilter, wie wir jetzt eingebaut haben, den Einsatz zu tauschen. Das war der Crash-Sensor. So, das heißt, der ist hier eingedrückt, es strömt Gas durch. Jetzt ist er nicht mehr, weil jetzt hat er gecrashed. Das wird mit einer Weile, ja. Genau, ja. Das dauert eine Weile, ja. Bis da wieder. Und jetzt gibt es einen Fahrzeugcrash. Und dann kommt er raus und der Gasfluss ist unterbrochen. Das ist gut. Ja. Der Crash-Sensor hat die Funktion, dass er herausspringt, wenn ein Crash entsteht. Also, so. Und wenn er so herausgesprungen ist, dann ist die Gaszufuhr unterbrochen. Und wer jetzt meint, es drückt er wieder rein und dann geht es weiter, dann geht es auch weiter. Allerdings nicht sehr lange, denn der ist nicht richtig verriegelt. Man muss mit diesem Teil den Sensor wieder reindrücken, nach rechts drehen, eine gewisse Zeit warten, und dann ist er richtig verriegelt und springt nicht bei der ersten Gelegenheit wieder heraus. Bei der Firma Trumer wurde mir gerade gesagt, dass viele den einfach reindrücken, dann springt er bei der ersten Verriegelung oder bei der ersten Erschütterung wieder raus, und dann haben sie das Problem, dass sie meinen, die Gasanlage ist defekt, was nicht der Fall ist. So, hier ist der Filter drinnen. Solange der Filter blau ist, ist alles okay. Aber dann in dem Moment, wo der gelb ist, hat sich da Paraffin angesammelt. Und diese Paraffine, die verdrängen die Gasanlage, und dann muss dieses Plättchen getauscht werden. 10 dieser Filterplättchen kosten 15 Euro, also ist keine große Sache. Und sollte nach jeder oder nach jeder zweiten, dritten Gasflasche einmal nachgesehen werden, ob dieser Filter sauber ist oder nicht. Moment. So, kann er? Ja. Okay, also beim Aufsetzen 45 Grad versetzt, von unten nach oben drücken, dass sich der Mechanismus entriegelt, dann nach rechts drehen und es war geschützt. Dankeschön. So einfach kann es sein, wenn man weiß, wie es geht. Und jetzt kommen natürlich die Fragen, so nach dem Motto, ich tanke nur Propangas, da ist alles in Ordnung. Das mag so sein, dass alles in Ordnung ist, aber das ist nicht gewährleistet. Denn es gibt erstens, so habe ich mir sagen lassen, Propangas-Abfüller,
die sagen, ich spare mir etwas den hohen Preis fürs reine Propangas und die mischen da LPG mit rein. Das heißt LPG-Gas, was verschmutzt ist durch Paraffin. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, nicht jeder hält sich daran, nur noch Gasflaschen zu nehmen, sondern manche tanken auch nicht legalerweise diese Gasflaschen mit LPG-Gas aus und irgendwann kommen dann diese mit LPG verschmutzten Gasflaschen in den Handel. Diese Flaschen werden nur befüllt und nicht gereinigt, sodass man also dieses Paraffin auch in der Mietflasche drinnen hat. Und das kann auch die ganz normale Gasanlage verschmutzen. Auch deswegen empfiehlt nicht nur Promobil, dass man also hier den Gasfilter bei jedem Gasflaschentausch mit austauscht. Die Firma Truma hat ihr System deswegen extra umgestellt. Alle, die sich ein Wohnmobil vor Januar gekauft haben, haben das alte System. Ich auch. Blöd, aber so ist es eben im Leben. Ja. Alle, die ein neues Wohnmobil kaufen, die bekommen jetzt die neue Gasanlage von Truma eingebaut und können sich da glücklich schätzen. Sie sollten nur wissen, auch den Filter zu reinigen, regelmäßig. Zweck von der Messe, gell, Ossi? Ja. Ja. Und den Rest, den erledigen wir dann in Ruhe im Wohnmobil. Genau, so machen wir das jetzt.